Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Flottenkommando, der zweiten Folge in der zweiten Aufnahme des Let's Plays. Ja, ich kann es bezeichnen vielleicht immer noch als die Rückkehr. Ja, ich mache zwar sehr wenig Werbung für mich selbst, aber in dieser Folge mal kurz vorangestellt. Ich habe gesehen, dass relativ viele sogar für meine Verhältnisse diese Videos mit aufrufen und die auch eine relativ lange Zeit sich anschauen. Und daher, wenn euch diese Folgen, dieses Let's Play und auch vielleicht meine anderen Folgen gefallen, so lasst mir gerne einen Daumen da und sehr gerne auch ein Abo, indem ihr unten rechts auf dieses kleine rote Symbol mit draufklickt. Das würde mir sehr gut gefallen, weil dann könnte es durchaus sein, dass sich diese YouTube-Videos weiter verbreiten und YouTube es auch gerne anderen Zuschauern zur Verfügung stellt und ihr werdet dann auch benachrichtigt, sobald sich eine neue Folge von mir ergibt. Vielen Dank schon mal dafür und jetzt kommen wir zurück zu Star Trek. Ja, ich bin ja gerade in meiner Basis mit drin, ne? Und würde hier gerne die Raffinerien abernten. Ich habe nämlich festgestellt, dass mein Paarstahl und mein Tritanium durch die Updates meines Frachters, Valkis, glaube ich, war das gewesen, abgenommen haben. Das mache ich einfach mal. Bringt mir so ein bisschen was, ne? Nicht allzu viel, aber ein wenig. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinen ersten Folgen kurz gezeigt habe. Ich habe eigentlich noch ausreichend Ressourcen, zumindest für meine Verhältnisse, in Form dieser Token. Die habe ich noch gar nicht aktiviert. Ich konnte in den letzten Tagen meine Ressourcen alleine nur durch Events, durch das Erfüllen von Events wieder aufstocken. Mache ich also nur, wenn das notwendig ist. Ja, was machen wir heute? In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, worauf ich mich zielmäßig konzentrieren möchte. Ein bisschen revidieren möchte ich meine Aussage bezüglich der Offiziere. Sicherlich würde ich die Nero-Crew weiterentwickeln wollen. Das war ja, um die Nero-Crew vielleicht hier auf meine Augur zu setzen, die ja dafür prädestiniert ist. Ich würde an Offizieren primär Frachteroffiziere ausbauen wollen, um die Fracht oder die geschützte Fracht zu erhöhen und auch den Abbau der Ressourcen zu beschleunigen, um möglichst schnell an diese drei Sterne Ressourcen hier, an diese drei Sterne Ressourcen heranzukommen, um den Ausbau der Frachter noch weiter auszudehnen. Ja, ob ich jetzt die Valkis alleine nur aufstocke wegen den Erzen, die werde ich dann sicherlich für meine Auge brauchen. Hier, für die hier. Die will ich nämlich auch verbessern. Und die braucht ja, wenn ich hier mal raufklicke, Erz. Ihr seht das hier. 1833 und 1384 habe ich hier nur zur Verfügung von diesem grünen Erz. Und ich brauche auch hier Kristalle, um das zu verbessern. Und sicherlich auch hier diese Waffe hier, nämlich diesen, ja, ich übersetze das mal, Ausradierer. Diesen Ausradierer, der kostet mich 1833. Und wenn ich das mal zusammenzähle, diese 1800, dann sind wir schon bei 3600. Dann die, 2300, dann sind wir ja schon bei 5000 circa und dann nochmal 7500. Also wir brauchen ja bestimmt hier circa 7500 an Erzen. Das ist gewaltig. Aus meiner Sicht jetzt wahrscheinlich Wochen und Monate, bis das fertig ist. Keine Ahnung, um diese denn letztendlich hier nur auf Stufe 5 von 9 zu bringen. Ja, und dann werde ich sicherlich überlegen, entweder dann auf Stufe 36 zu gehen oder vielleicht schon vorher. Denn mit Stufe 36 kann ich da sicherlich noch ein bisschen mehr machen, was auch wichtig wäre. Könnt ihr mal in den Kommentaren hinterlegen, ist es besser auf Stufe 36 zu gehen oder doch eher besser, erst einmal Komponentenschiffe und Offiziere hier mit auszubauen. Ich bleibe erst einmal bei Zweiterem. So, bevor es losgeht, kann ich ja hier nochmal mitschauen. Ja, ich kann diesen 10-Minuten-Container mal kurz mitnehmen. Aber was machen wir denn heute? Heute würde ich gerne ein bisschen Story-Mode machen wollen.
Ich glaube, dass ich ein paar Missionen erfüllen müsste, um auch bestimmte Dinge hier stärker zu nutzen. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, was es. Ach nee, das ist ja falsch, das meine ich ja gar nicht. Was es hiermit auf sich hat, das hier. Das ist Subraumrelais. Das habe ich das letzte Mal bauen können, aber ich kann hier noch nichts weiter mit ausbauen. Hier Subraum Relais bei Spezialevents verdient. Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier noch abwarten muss oder ob es erst dann funktioniert, wenn ich bestimmte Missionen erfülle, die ihr wahrscheinlich schon längst gemacht habt, ich aber noch nicht. Ja, so, und diese Missionen, die finden wir hier unten. Und zwar hier. Und da habe ich ja einige noch zu erfüllen. Ich kann hier noch mal kurz mit rausgehen. Und lass mich, wenn ich hier auf mein Spielerprofil gehe, dann sehe ich ja hier, wie viele Missionen habe ich denn abgeschlossen. 1299. Das ist übrigens das, was ich bei diesem Spiel sehr gut finde. Hier gibt es quasi diesen Story-Mode nicht nur wie bei vielen Spielen am Anfang in Form eines Tutorials und dann beendet, sondern dann ist es beendet, sondern hier gibt es nach wie vor laufend Missionen, die man erfüllen kann und die dem Spiel doch noch ein bisschen mehr Tiefe mitgeben. Und hier würde ich einfach mal mit ansetzen und diese Mission weiter ausbauen. Das ist das Erste, um hier ein paar Dinge freizuschalten wahrscheinlich. Und das Zweite, damit ich hier nicht irgendwann mal die Übersicht verliere, schaut mal, wie viele Missionen das hier gibt. Ja, also etliche Missionen. Und ich habe hier am Anfang mal ein paar Missionen gesternt, also als Favorit hinterlegt. Das sind hier 4 Stück. Die einen ganz bestimmten Grund haben. Ich klicke mal hier mit drauf. Wenn das hier noch aktuell ist, ist es nicht hier aktuell. Das ist hier nur die letzte. Da hatte ich mal eine Mission gewählt, die mir hier diese Ressource gibt, die ich auch brauche. Obwohl ich mit 14 an Erz nicht unbedingt so weit komme, um in diesen tausenden Schritten dort oder in diesen tausenden Bereich dort zu kommen. Aber hier würden wir einfach mal anfangen. Archivdatei. Captain Quark, die Enterprise, befasst sich mit, oder was machen wir denn hier am besten? Wir können ja auch das machen hier. Na? Wir können ja auch das machen. Das tun wir einfach mal. Das hat etwas mit einem vergangenen Event zu tun. Leise auftreten. Da haben wir nämlich Teil 2 hier bereits und hier oben Teil 6. Na, fangen wir aber mal hiermit an. Den ersten Teil hatten wir schon mal irgendwo erledigt. Und wir sind jetzt in Teil 2. Wir sollten hier mal 10 Feinde besiegen auf Level 32 und sollen dann zur Enterprise Crew zurückkehren. Und hier setzen wir mal weiter mit an und würden mal diese Story einfach mal mitspielen. Wenn das okay ist, wir sollen hier zur Enterprise Crew zurückkehren. Kann man da eigentlich anklicken hier irgendwie? Nee, ne? Oder hier, das. Ja, das hier, ne? Missionsprotokoll, nur um dann einfach mal hier auf den aktuellen Stand zu kommen. Hier hat uns dieser Computer Maya gesagt, wir wollen keinen Ärger, wir sind unabhängige und lediglich auf einer Entdeckungsmission unterwegs. Pike sagt, ich bin Captain Pike von der USS Enterprise. Wir sind hier in einer offiziellen Angelegenheit der Sternenflotte. Aber solange ihr uns nicht im Wege steht, sollten wir keine Probleme haben. Wir antworten, das klingt vernünftig. Wir werden das Artefakt finden, nach dem wir suchen. Welches Artefakt auch immer. Und uns wieder auf den Weg machen. Und Jaron Sanuva sagt, das Artefakt, das mit der ausgestorbenen Zivilisation in Verbindung steht, die einst hier lebte, wo auch immer. So ist es. Nun, das bringt uns in eine schwierige Lage. Wir sind wegen der gleichen Sache hier. Die Befehle kamen von ganz oben, also fürchte ich, wir können es euch nicht zuerst bekommen lassen. Wir können einen Kompromiss finden. Wir wollen es nur auf Daten scannen. Wenn ihr das physische Artefakt wollt, können wir es euch überlassen. Dem können wir nicht zustimmen. Wir können nicht zulassen, dass ein Unabhängiger, also Moor, unsere Operation kompromittiert.
Und Pike, sagt dazu, entspannen Sie sich, Geron. Es gibt keinen Grund, warum wir hier zu keiner Lösung kommen sollten. Wenn ihr das Artefakt findet und es hierher zurückbringt, dann können wir unseren nächsten Schritt besprechen. Verstanden, sagen wir. Es gibt eine Gruppe Söldner und Plünderer, die ein Gebiet unweit von hier umkreisen. Dort finden wir am ehesten das Artefakt. Es gibt zu viele Schiffe in dieser Gegend, als dass wir genaue Scans durchführen können. Wir werden sie dezimieren müssen, zumal sie uns wahrscheinlich angreifen werden, sobald sie merken, dass wir hier sind. Also meine Stimme werde ich jetzt nicht verstellen, auch wenn Maya das spricht. Ne? Scan. Und jetzt geht's los. Jetzt ging die Schlacht ja wahrscheinlich los. Ne? Wir sollten ja einige Feinde auf Stufe 32 erledigen. Scans des Planeten werden ausgeführt, Commander. Wir haben etwas. Es kommt ein Signal von unten, von einer Sendeanlage. Das muss das Artefakt sein. Erfasse. Punkt, Punkt, Punkt. Erfasst. Wird an Bord gebeamt. Die Sendeanlage ist an Bord. Die Botschaft, die sie aussendet, ist weder eine Sprache noch ein Code, den wir verstehen, den ich verstehen kann. Wir sollten zur Enterprise zurückkehren. Vielleicht können sie helfen. Und jetzt sind wir wieder auf den aktuellen Stand. Unsere nächste Aufgabe ist nämlich, wir sollen zur Enterprise-Crew zurückkehren. So, jetzt scannen wir. Jetzt scannen wir. Punkt, 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 Punkt. Ich hoffe, dass das jetzt lädt. Genau. Okay, wir sollen nach Yuma 3 zurückkehren. Und das ist im... Augment-Raum, wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist im Raum dieser... bitte helft mir, Abtrünniger, genau, im abtrünnigen Raum ist das. Wir lassen uns das System nochmal mit anzeigen. Und dann werden wir uns hier auf den Weg machen. Wir können ja unsere Augur gerade nehmen, die wir haben. Spielt ja keine Rolle. Dauert 2 Minuten. Natürlich werde ich das mit überspringen. Ihr müsst euch diese 2 Minuten jetzt nicht antun. Ich werde allerdings auch, sofern möglich, nicht meine Discovery einsetzen. Die setze ich bei Missionen häufig mit ein, um diese ganzen Minuten hier zu überspringen. Geht natürlich auch zulasten des Materials für den Sprungantrieb. Aber ich schicke jetzt einfach mal meine Auge los. Und dann macht die sich auf den Weg und ist sofort da. Und wir sind angekommen. Und zwar, jetzt ist es ein bisschen verdeckt, was Maya gerade sagt. Wir haben das Artefakt. Es ist eine Signalanlage. Aber die ausgehende Botschaft ist unverständlich. Und Spock hier erzählt uns, basierend auf der Stärke des Ausgangssignals ist es schon seit geraumer Zeit da. Die Analyse der Inhalte wird keine leichte Aufgabe sein. Und wer ist das? Geron? Das sieht eher so aus wie so ein Unabhängiger, ein zweiter Unabhängiger. Das ist kein Thema, mit dem ihr euch befassen müsst. Übergibt das Artefakt Unabhängiger. So, Pike, Lied hier, alles klar. Was zur Hölle meinen Sie? Was Sie hier veranstalten, Geron? Stellen Sie keine Fragen, auf die Sie die Antwort nicht wissen wollen, Pike. Gib es her, Unabhängiger. Ich werde nicht wieder fragen. Ich habe keine Angst, auf dich zu schießen. Hier muss niemand verletzt werden. Du kannst es übergeben, Unabhängiger, fürs Erste. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu wählen. Belohnung. Ah, okay, das ist anders. Es herausgeben, es behalten. Hier kann ich mir das anschauen. Was bringt mir das? Okay, jetzt haben wir das. Egal, was wir tun, wir kriegen das Gleiche. Ja, egal, was wir tun, wir können es herausgeben oder es behalten. Ich glaube, wenn wir es behalten, dann müssen wir kämpfen. Und wenn wir es herausgeben, dann eben nicht. Aber was machen wir? Wollen wir kämpfen? Wir übergeben das Artefakt nicht. Wir werden hier mal ein bisschen sauer aufstoßen. Dann nehme ich es mir einfach. Er zielt auf uns, Commander. Schilde hoch. Alles klar. Wir müssen also kämpfen. Vielleicht tatsächlich. Wir schauen uns mal hier in den Missionen um. Wir haben die ja gesternt. Halte Sanuva auf. Wir können orten. Dann springen wir gleich dahin. Da ist er. Ich hoffe, der ist jetzt nicht so stark. Genau, wir stehen uns jetzt hier gegenüber. Gehen wir mal ran hier, Gerons Schiff. Was ist denn das für einer? Corvette ist das. 647.000. Wir sind bei 2 Millionen. Ja, das kriegen wir ja hin. Komm, dann greifen wir mal an. Ne? Wir haben ja kein Schild hier. Ne? Kann man eigentlich bei einem bestehenden, aktivierten Schild auch angreifen? So, und unsere Augur greift jetzt an. So, dann kämpfen wir mal.
Alles klar, zerstört. Unterm Ark. Verflucht seid ihr. Ich kann nicht glauben, dass mich diese Nixkönner übertrumpfen. Das spielt aber eh keine Rolle. Das sollte euch wehrlos zurücklassen und dann können die Plünderer euch persönlich holen. Commander, alle Systeme werden offline geschaltet. Was? Was war das für ein Blitz? Ein EMP-Impuls, ein mächtiger. Jegliche Elektronik auf unserem Schiff wird deaktiviert. Sanuva hat das Artefakt auf sein Schiff gebeamt. Verdammt nochmal, es ist jetzt doch weg. Er entkommt, wir müssen ihn aufhalten. Womit? Nichts funktioniert. Nun, das war's dann. Ich schätze, wir sind gestrandet. Alles klar. Und wir haben leise Auftreten Teil 2 beendet und bekommen die Ware. Und gleich geht es weiter in die nächste Mission. Systeme fahren langsam wieder hoch. Wir können das System noch nicht verlassen, aber die Waffen sind wieder einsatzbereit. Gerade rechtzeitig, Plünderer umzingeln uns. So, alles klar, dann werden wir wahrscheinlich uns auf Plünderer stürzen müssen. Auch wenn das jetzt ein bisschen wie betreutes Vorlesen klingt, aber wir ziehen das einfach mal durch, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich mache es natürlich auch relativ kurz. Wir gehen mal hier mit rein in die Mission und sind jetzt... Ach, alles klar, jetzt muss ich die neue Mission, Mission Nummer 3 hier suchen. So, und jetzt seht ihr, warum es gut ist, wenn ich ein paar Missionen erfülle und die dann einfach weg sind. Ein böses Erwachen Teil 2. Ist es ein böses Erwachen? Nein, ist es nicht. Das muss irgendwas anderes sein. Ich gehe hier mal weiter. Schaut mal, wie viele das sind. Leise auftreten, hier ist es. Leise auftreten, neu. Na? Das ist jetzt Teil 3 von 5. Na? Teil 6 ist ja das nächste. Und jetzt müssen wir 8 Feinde auf Level 32 oder höher besiegen. Das machen wir mal hier gleich, dass es nach oben kommt. Und Angriff, ja, jetzt gehen wir komischerweise auf unsere Basis. Wir können uns jetzt irgendwo Level 32 Feinde suchen. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Wir können das natürlich hier tun. Hier von 31 bis 33 gibt es jetzt hier diese Gegner einfach. Ne? Wir können aber auch woanders uns Gegner suchen. Vielleicht können wir uns Gegner suchen, was uns hilft. Auch in anderen Missionen voranzukommen. Zum Beispiel hier bei Garak. Garaks Halloween. Hier bin ich ja noch nirgendwo beigetreten und habe hier noch 5 Stunden Zeit. 5 Stunden 20, um hier irgendwas zu machen. Ich kann ja mal hier Föderationsschiffe zum Beispiel besiegen. Ich brauche ja wie viel? 18.000 Punkte. Ach, hier zeigt er mir ja nur die Belohnung mit an. Hier muss ich allerdings was investieren. Und Föderationsschiffe, was bringen die mir? 34 Punkte. Also wenn ich hier die, die mir möglich sind, die stärksten besiege, dann bekomme ich hier wahrscheinlich ausreichend Punkte. Ich trete hier mal bei. Und dann würde ich mit meiner Augur in ein System springen und ich glaube mich dran zu erinnern, dass hier oben in entweder in Sirius oder in Wolf 359, also kurz vor Soul, hier am besten ja vorwärts komme. Das werden wir jetzt einfach mal mit ausprobieren, indem ich meine Augur hier mit hinschicke. Da ich aktuell wirklich nichts zu tun habe, nehme ich erstmal meine Discovery und springe. Das werde ich jetzt wirklich mal tun. Kann ich mal ruhig das System schon mal anzeigen lassen. So, dann kommt meine Discovery hier mit an. Ich werde mal schauen, ob ich im Flug meine Auge gleich holen kann. Ah, dann kommt die tatsächlich hier hinten erst an. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn ich meine Discovery irgendwo hinfliegen lasse. Und erst wenn die an diesen Standort angekommen ist... Jetzt wird die Musik etwas lauter. Ich hoffe nicht für euch. Dann kann ich erst mein zweites Schiff genau zu diesem Punkt hier auch mit hinlocken. So, und jetzt werde ich mal die Discovery hier auf diesen 40er schicken. Das sind die stärksten, ne? Die 40er. Wir sind natürlich jetzt hier auch im Vorteil mit unserem Kampfschiff gegenüber den Forschungsschiffen. 1,7 Millionen und meiner 2,2 Millionen. Na, das geht doch. Das geht doch, ne? So, dann werden wir hier mal etwas schießen. So. Ja, alles klar, ein bisschen hier.
Es ist jetzt natürlich nicht die ideale Crew, so wie ich das gerade feststelle, die hier drauf ist. Die ist natürlich hier voll auf Armadas gerade ein bisschen geeicht. Das ist jetzt natürlich nachteilhaft. Ich überlege gerade, ob ich die austausche. Das werde ich einfach mal tun. Müsst ihr jetzt aber euch nicht anschauen. Bis gleich. So, und wieder zurück. Da sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt meine Augur wieder in das System Wolf 359 gezogen und habe die Crew ausgewechselt. Ihr seht schon hier, dass hier dieser 0815 Pike mit drauf sitzt. Und da ich denke, da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass diese NPCs hier, das sind ja alles Enterprises, mit Energiewaffen feuern. Da bin ich mir immer nicht so sicher, ob das richtig ist. Dann, ich gehe auf Verwalten mit drauf, habe ich anstatt Tlan Shen hierauf gesetzt. Ja? Denn die absorbiert so ein bisschen Energiewaffenschaden. Ansonsten habe ich hier natürlich hier unseren Pike hier mit drauf und Moreau, das dürfte quasi, glaube ich, jetzt normal sein. Wir können ja mal testen. Wenn ich hier mal raufgehe, wie jetzt das mit den Schaden ist. Gehen wir mal hier auf. So. Wie es dann mit unseren Höhlenschaden aussieht. Ja, alles klar. Also hier ist kaum Höhlenschaden jetzt zu finden. Und ihr seht auch hier unten schon, seht ihr das ein bisschen noch? Ja, über meine Schulter. 2 von 8 Feinde haben wir jetzt besiegt. Und wir arbeiten auch hoffentlich. Ich glaube, hier bei Garax. Halloween war das. Ja, genau, hier kriegen wir dann letztendlich auch Punkte dazu. Jetzt sind wir schon bei 1200. Das heißt, durch Erledigen des nächsten und übernächsten Feindes haben wir ja dann schon die ersten Punkte mit erreicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal einfach auf den nächsten mit drauf gehe, na, jetzt kommen wir hier raus. Hier auf den 38er kann ich ja ruhig mitgehen. Das bringt uns nicht allzu viele Punkte. Hier kämpfen auch schon ein paar weitere. Die sammeln auch kräftig Punkte oder sind auch bei dieser Mission gerade mit dabei. Und dann kann ich hier auf das nächste gehen und dann kann ich hier mal ein paar Punkte sammeln. Noch reicht das nicht mit aus. Ah, hier sind wir hier. Bei Gara gehe ich nochmal mit rein hier. Zack. So, 293 Punkte fehlen uns noch bis zum ersten Meilenstein. Und das müssten wir eigentlich auch gleich geschafft haben. Und dann müsste dort oben hier ja Sieger mit auftauchen. Ja, jetzt wird gefightet. Und jetzt steht auch hier Sieger und wir können uns für das Halloween-Event diesen Hut mit abholen. Und das, was auch nochmal wichtig ist hier, das hier, ne? Hier dieses Erz, das können wir damit einsammeln. Und wieder 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und jetzt werden wir hier noch ein bisschen weiter mit fighten und mal sehen, wie viel wir damit einsammeln. Also, machen wir das mal. Und jetzt haben wir bereits 8 Gegner erledigt, sodass es jetzt in diese Story schon mal mit weitergeht. Und Pike sagt jetzt an der Stelle, hoffen wir mal, besser, dass die richtigen Leute es auffangen. Alles klar, die Story würde jetzt weitergehen. Wir machen da auch gleich weiter. Ich werde allerdings die Augur hier noch weiter auf diese Gegner mitschicken, um natürlich in den anderen Events weiterzukommen. Von daher werde ich jetzt noch mal ein bisschen jagen gehen. So, das müsste jetzt quasi schon mal so der letzte Angriff sein. Greifen wir mal hier nochmal mit an. Ich glaube, ich habe jetzt so gefühlt 30 bis 40 Mal angegriffen. Und wie ihr hier seht, okay, ist nicht nur meine Augur in der Zwischenzeit überladen, sondern der Höhlenschaden, der ist extrem gering. Also war es eins der besten Crews jetzt zumindest zu meinem Zeitpunkt gewesen, hier mit Pike, Moreau und mit Shen, um diese Augur möglichst gesund zu halten und ja trotzdem die Föderationspatrouillen zu erledigen. Alles klar, wir haben jetzt also nicht nur unsere Aufgabe mit den 8 Gegnern erledigt, sondern sind hier auch weiter in den anderen Events gekommen. Wir haben hier also mehrere Meilensteine erreicht. Einmal in diesen Halloween-Event und kriegen hier nochmal 25 an gelben grün und blau dazu. Haben wir noch mal ein paar Halloween-Hüte gesammelt und ich glaube ich auch ein weiteres Event haben wir erfüllt, nämlich noch mal Garax Halloween. Was? Noch mal? Okay, nehmen wir das erstmal. Aber hier noch eins. Das meine ich. Genau, das meine ich. Kosmisches klar Schiff machen haben wir dann auch erledigt. Können wir ja kurz mal schauen.
Ach so, wir sind hier in diesem Event auch weitergekommen. Hier oben, in diesem. Ja. Haben hier alle Meilensteine erreicht und die Klingonen und die Föderation bleiben an dieser Stelle jetzt noch mit übrig. Ja, war ganz einfach gewesen. Vielleicht habt ihr ja noch, kennt ihr noch mögliche Systeme hier, wo ich stärkere Schiffe als nur bis Level 40 erledigen kann, um mit etwas weniger Schiffen ja, mehr Punkte zu bekommen. Machen wir mal in unserer Story mit weiter. Also erstmal, ja, wir lassen unsere Auge hier ruhig mitstehen. Jetzt muss ich mal gucken. Hier oben, leises Auftreten, Teil 3. Genau. Ja, wir haben jetzt also die 8 Feinde besiegt und jetzt aktiviere ein Notsignal. Orten wir das mal. Alles klar, wir müssen also jetzt wieder in diesen abtrünnigen Raum zurück, um hier. Ja, da können wir ja mit unserer Auge mal uns mal auf den Weg machen. Ja, das tun wir einfach mal. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal sehen, was das mit dem Notsignal auf sich hat. Ja, also kleinen Moment bitte. Ja, und während unsere Schiffe noch mit unterwegs sind, also es ist nicht nur meine Augur, die sich hier gerade auf den Weg in diesen abtrünnigen Raum mitmacht, sondern ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal einen weiteren Frachter Richtung Nikosa geschickt, weil ich hier dieses Schiff kurz auswechseln möchte. Das ist nämlich jetzt ein bisschen überladen, beziehungsweise der geschützte Bereich ist jetzt gerade überschritten, sodass ich quasi jetzt gerade vogelfrei bin. Und solange wie unsere Schiffe ja noch mit unterwegs sind, würde ich gern mal schauen, weil kosmisches Klarschiff machen bringt mich ja im Eventshop etwas weiter. Und zwar hier. Ich glaube, hier. Dieser Bereich hier, das hat hier was mit diesem Event-Shop zu tun. Kosmisches Klarschiff, Mann, habe ich 150 Token und 100 könnte ich aktuell mit einsetzen. Ich könnte mir eine Discovery holen, Pläne der Discovery holen, brauche ich nicht. Sarkophag brauche ich auch nicht. Schlachttrümmer, aktuell eher wenig. Ich sage auch warum. Das ist das, was ich eigentlich häufig mitnehme. Die Vida möchte ich nicht. Franklin brauche ich auch nicht. Ich würde mich eher konzentrieren mal auf diese Amalgam. Ja, zumal ich, weiß ich nicht, immer noch Amalgam-Füllungen habe. Vielleicht gefällt mir das deswegen. Aber dieses Schiff habe ich noch nicht. Da habe ich schon ein paar Baupläne. Da gebe ich einfach mal 100 Stück mit aus und hole mir hier 8 Pläne. Einige habe ich schon, vielleicht auch wieder nice to have, aber es geht auch darum, dass ich hier was raffinerieren kann, wenn ich die Amalgam besitze. Ist schon etwas älter, aber das habe ich eben noch nicht. Weitere Dinge kann ich nicht ausgeben. Ich brauche jeweils immer 100 Token. 50 habe ich. Daran seht ihr, dass ich entweder in den vergangenen Events ja, diese Aufgabe nicht zu Ende geführt habe. Daran wird es liegen, dass ich hier nur teilweise Punkte gesammelt habe. So, in der Zwischenzeit müssten wir hier quasi ankommen oder fast angekommen sein. Wir können ja mal orten. Wir sind noch auf dem Weg. Hier. Zu diesem Punkt leiser auftreten. Und wenn wir mit unserer Auge das erreicht haben, dann wird es eine neue Aufgabe geben. Schauen wir mal. Beobachten wir mal kurz. Das wird wahrscheinlich eine Stella sein, die hier unterwegs ist. Mal schauen. Jawohl. Eine kleine Stella. So. Dazu können wir auch noch mal zum späteren Zeitpunkt kommen. Nicht in dieser Aufgabe, nicht in dieser Aufnahme. So, jetzt geht's gleich los. Mal sehen, was als nächstes kommt. So, das Notsignal wird aktiviert. Wir sollten zu Captain Pike und seiner Crew zurückkehren, dass wir sicherer sein, während wir warten. Oder das wird sicherer sein. So, okay, schauen wir mal noch mal. Kehre zur Enterprise zurück. Aber die ist ja im gleichen System. So, in der Zwischenzeit. Ach nee, warten wir mal kurz mit ab. Unser Frachter, der wird eher am Zielpunkt sein als unsere Augur. So. Dann erreichen wir gleich Yuma 3. Und mal sehen, was Pike zu sagen hat. Erst einmal, das Notsignal ist aktiviert. Jetzt warten wir.
Ich kann nicht glauben, dass Geron diesen Mist abgezogen hat. Ich muss es der Sternflotte sagen. Alte Petze. Wie vertraut warst du vorher mit Sanuva? Ganz und gar nicht. Er wurde dem Schiff zugeteilt, um die Übung zur Rückholung des Artefakts zu überwachen. Ich weiß nicht, ob er ein Maulwurf ist oder ob er das unabhängig geplant hat. Die Sternflotte wird uns hoffentlich Informationen darüber geben, wo wir ihn finden könnten. Oh, jetzt kommt Amelia. Hat jemand um eine Mitfahrgelegenheit gebeten? Und wer könntest du wohl sein? Die Person, die gerade den Arsch gerettet. Die gerade den Arsch rettet. Okay. Ich wollte den Unabhängigen im Auge behalten, also war ich nicht weit weg, als das Notsignal mich erreichte. Kommt, bringen wir euch zurück zur Station und ihr könnt dort erklären, wie ihr das so spektakulär vermasselt habt. Alles klar, jetzt kommt die Rückkehr zur Station. Ja, kehre zu deiner Station zurück. Wir wollen unsere Auge auf jeden Fall sowieso zurückrufen, um das ganze Material, gesammelte Material hier loszuwerden. Also machen wir hier mal einen Rückruf. Das dauert jetzt sicherlich ein paar Minuten. Wir springen in der Zwischenzeit mal hin zu unserem Frachter. Wie ihr seht, habe ich meine Discovery gerade ausgewechselt. Und ich werde jetzt mal diesen Überladenen zurückschicken. Und tut mir leid, ich sichere mir mal trotzdem die Mine mit meiner Valkis. So. Und werde dann nach 5 Minuten sicherlich wieder meine, was ist denn das, Horizon, wieder auf diesen Knotenpunkt setzen. So, sind wir hier eigentlich irgendwie zurück? Nee, sind wir nicht, ne? Wir brauchen jetzt natürlich 4 Minuten oder eine Minute nur, egal welches Schiff zur Station zurückkehrt. Damit wäre die Aufgabe auch beendet. Also, warten wir nochmal diese eine Minute oder diese anderthalb Minute mit ab. Ich kann hier mal in diese Galaxie wechseln. Wir sind ja immer noch in Astrida, also sprich hier. Also wird unsere Augur schneller an diesen Ort mit sein. Und dann wird sicherlich auch der nächste Meilenstein dieser Mission erfüllt sein. Also bis gleich, ne? So, und unsere Augur erreicht jetzt die heimatlichen Gefilde. Die Augur ist größer als die Station. So, tja, da mal raus mit der Sprache. Was ist passiert? Es gab einen Verräter in Captain Pikes Crew. Er nahm das Artefakt und zündete ein EMP, der uns navigationsunfähig zurückließ. Er gehörte nicht zu unserer Crew. Er war lediglich für die Dauer des Trainings vorübergehend der Enterprise zugeteilt worden. Großartig! Irgendein Sternflottenscheißer ist also mit dem Artefakt abgehauen. Was machen wir als nächstes? Wir finden Sanuva, so heißt er, und holen uns das Artefakt zurück. Alles klar, damit haben wir den dritten Teil beendet, bekommen die Ware und es geht weiter in den nächsten Teil. Damit endet aber auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge machen wir aber was anderes, weil es macht natürlich weniger Sinn, über mehrere Staffeln oder mehrere Folgen und mehrere Staffeln sich hier die ganzen Missionen anzutun. Das muss natürlich nicht sein. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann einfach mal um was anderes. Bis dahin, macht's gut, euer Beardman. Tschüss, Leute.